Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein 14 Monate Baby-Kleinkind-Update, wie man es nennen möchte. Und eigentlich war das überhaupt nicht geplant. Ich hatte ja ein 13 Monats Update hochgeladen und dachte, jetzt warte ich wieder mal so ein paar Monate. Es wird ja sich jetzt nicht so viel tun in den nächsten Monaten, aber Pustekuchen, in den letzten zwei Wochen ist so viel passiert, dass ich auf jeden Fall wieder ein Update machen möchte. Und ich hoffe, ihr habt was zu trinken dabei. Macht's euch gemütlich und viel Spaß bei diesem Video. Erstmal zu den Fakten. Die haben sich nicht wirklich geändert. Außer, dass ich ihn jetzt mal auf die Waage gestellt habe. Und er wiegt so ungefähr 10,5 Kilo. Wie groß er ist, keine Ahnung. Er trägt auf jeden Fall Kleidergröße 80, 86. Und ist ein total fittes Kerlchen. Er trägt Windelgröße 4 von Babylove. Und macht mir nicht allzu große Sorgen. Ich zeige euch auch gleich noch so ein paar Spielsachen, mit denen er im Moment am liebsten spielt und mit was er sich so beschäftigt. Außerdem so ein paar Produkte, die wir halt im Moment sehr gerne benutzen. Er kann ja schon länger laufen, habe ich euch ja schon im letzten Update erzählt. Und das ist jetzt so ein bisschen, also ist auf jeden Fall noch besser geworden. Im Moment übt er sich so, also das Wort Rennen wäre jetzt zu viel verlangt, aber der liebt das so, Fangen zu spielen. Und immer wenn ich sage so, er merkt es schon an meinem Blick, wenn ich so gucke, ich krieg dich, dann rennt er los. Das sieht so lustig aus. Meistens sind die Füße dann noch ein bisschen schneller als der Oberkörper und da irgendwie erinnert er mich an so einen kleinen Opa. Eine Sache, die in den letzten zwei Wochen passiert ist, ist, dass wir einen neuen Kindersitz haben. Also fürs Auto meine ich. Wir hatten ihn bisher immer noch im Maxi-Cosi und das ging auch noch so ohne Probleme und er hat sich da auch absolut nicht beschwert. Er fand das gut, da drin zu fahren und in den letzten Wochen fahren wir ja eh nicht so viel Auto, von daher war das Thema irgendwie gar nicht so präsent. Aber jetzt haben wir einen Autositz und er sitzt nach vorne gerichtet und aber hat noch so eine leichte, also das ist so ein Römer, den will ich aber überhaupt gar nicht irgendwie großartig empfehlen. Ich bin mir bei Autositzen für Kinder immer so ein bisschen unsicher. Ich werde da jetzt erstmal testen, weil ich war schon zweimal nicht so zufrieden und ich werde den jetzt erstmal testen und dann gebe ich euch nochmal Bescheid, wie ich den fand. Die Bonnie hat nämlich jetzt auch einen neuen. Ja, auf jeden Fall den, den er hat, den kann man noch so ein bisschen in Liegeposition, falls er schlafen will. Und bisher ist das echt super und er hat da drin so einen Spaß. Er guckt halt die ganze Zeit aus dem Fenster und da brumm brumm und das ist total cool. Das ist halt was ganz anderes und irgendwie so ein großer Meilenstein. Was jetzt neu für mich ist, ist das Laufen draußen, weil bei uns ist, seit er laufen kann, eigentlich total Dreckswetter. Es war den ganzen Dezember nur am Regnen und jetzt den Januar, wir hatten jetzt zweimal Schnee, wenn man das im Ruhrpott hier so schimpfen darf. Also es schmilzt so ungefähr direkt wieder und wir waren morgens um 7:30 schon draußen, damit wir noch ein bisschen was vom Schnee von der Nacht haben. Schön, der hat einen Matschanzug und alles, was so dazugehört, wenn er mal auf den Popo fällt. Und es ist sehr, sehr schön, wie er dann so draußen die Welt entdeckt. Das ist ja eine komplett neue Welt dann jetzt, ne? Was eigentlich so das Krasseste ist diesen Monat, und ich traue es mich gar nicht richtig zu sagen, ich habe auch gedacht, wartest du jetzt erstmal ein paar Tage, und ich habe jetzt wirklich zwei Wochen gewartet. Das wäre jetzt wirklich ungewöhnlich, wenn da noch was passieren würde. Ich habe euch ja im letzten Update erzählt, das war die kompletten, ja, keine Ahnung, vom Abstillen, also seitdem er Milch aus der Flasche bekommen hat, also ungefähr die letzten 6-7 Monate war unser Rhythmus da ungefähr gleich, dass er immer nachts so zwei Fläschchen getrunken hat, Prämilch. Und in manchen schlechten Nächten auch sogar mal drei, wenn man das so morgens um 5-6 Uhr noch als Nacht mitzählen möchte. Was okay war. Und es war bei meinem zweiten Kind auf jeden Fall auch so. Beim ersten wurde es ein bisschen früher mit dem Durchschlafen. Und ich habe da jetzt auch absolut nichts unternommen, um irgendwie dagegen zu wirken. Ich habe mir vor ein paar Wochen schon gedacht, okay,
Vielleicht versuchst du jetzt mal so langsam, ihm mal nachts warmen Tee anzubieten, so als Überbrückung, dass es irgendwann so zu Wasser geht und so, ne? Aber ich habe noch gar nicht damit angefangen. Das war nur schon mal so im Hinterkopf, ne? Weil, ja, das Thema Durchschlafen und nachts noch was trinken, das ist in jeder Familie anders und bei jedem Kind anders. Es gibt Kinder, die schlafen mit 3 noch nicht durch und müssen noch nachts was trinken. Und es gibt Kinder, die schlafen am 2. Lebenstag durch. Ich war scheinbar auf jeden Fall so ein Kind. Ich habe so ungefähr nach der Geburt durchgeschlafen. Ja, mache ich heute noch. Und plötzlich, vor 2 Wochen circa, kam dann so eine Nacht, da hat er sich ganz normal gemeldet. Er schreit auch nicht nachts, wenn er wach wird und was trinken will, sondern ich höre das, dass der so ganz feste quasi an seinem Schnuller nuckelt und dann macht er so ein Geräusch. Also so, der macht so ein Geräusch, dass er was trinken will. Also das ist halt so, lang lebe das Familienbett. Ich höre genau quasi, wenn er was trinken will oder wenn er Hunger hat und warte gar nicht, er muss gar nicht erst schreien, so, ne? Ich habe schon paar Mal so gedacht, so, was ist denn, wenn er jetzt nichts kriegt, weil er wacht auch gar nicht richtig auf, aber er hört einfach wirklich nicht auf mit diesem Geräusch und ja, das zieht er dann durch, bis es dann irgendwann ins Weinen übergeht und das wollen wir nicht. Deswegen habe ich ihm immer direkt eine Milch gemacht und dann war auch gut und er hat weitergeschlafen. Es kam eine Nacht, da habe ich ihm wie gewohnt eben bei diesem Geräusch dann eben eine Milch gemacht und wollte ihm das Fläschchen geben und er hat so, ich sag mal, 3, 4 Schlücke getrunken und dann die Flasche fallen lassen und hat dann weitergeschlafen. Und normalerweise, ich weiß es jetzt schon nach 2 Wochen gar nicht mehr, ich glaube 230 Milliliter waren das immer, weggezogen in 3, 4 Minuten. Also richtig, als hätte er tagelang nichts getrunken. Und das 2, 3 Mal die Nacht. Er hatte also scheinbar richtig Durst oder Hunger oder weiß ich nicht, brauchte eben diese Milch. Und dann hat er die fallen lassen. So, und das hat sich dann so 2, 3 Nächte gezogen, dass ich ihm eine Flasche gemacht habe. Und er hat dann so ein bisschen getrunken und hat das so dann wieder fallen lassen. Und dann kam plötzlich diese eine Nacht, in dem ich morgens total verwirrt aufgewacht bin. Ich wache immer irgendwie verwirrt auf, aber das war super verwirrend, weil, Leute, ich habe durchgeschlafen. Das erste Mal seit, ja, 14 Monaten, mindestens mal. Und ja, er hat durchgeschlafen bis morgens um 6:30 und seitdem hat er jede Nacht durchgeschlafen. Also jetzt seit 2 Wochen und da er ja tagsüber auch schon keine Milch mehr getrunken hat seit letztem Monat und auch nicht mehr zum Einschlafen brauchte, habe ich direkt die Chance ergriffen und habe alle Nuckel verschwinden lassen. Er hat natürlich noch seinen Schnuller und den wird er auch auf jeden Fall noch, solange er möchte, also nicht so lange, so sagen wir mal bis 3 behalten dürfen. Aber anderes Thema. Ja, die Nuckelflaschen sind weg. Und 14 Monate, das ist genauso wie bei den anderen auch. Also kurz nach dem ersten Geburtstag kamen die Milchflaschen weg, jedenfalls die Nuckelflaschen. Ich finde das auch ganz gut, weil man eben abends Zähne putzen kann und dann nachts nichts mehr kommt. Und ja, ich traue mich das echt gar nicht zu sagen. Ich kann es gar nicht fassen, dass es so super einfach von selbst geklappt hat. Und da sieht man auch mal, manchmal kommt es einfach von selbst und man macht sich so einen Stress und irgendwann sind die Kinder einfach soweit. Ich war schon beim Thema Zähneputzen. Meine Kinder, die kriegen öfter neue Zahnbürsten als ich, weil ich weiß nicht, also ich habe schon mal irgendwann auf Instagram, glaube ich, eine Zahnbürste von meinem Kind gezeigt, die war so 4 Tage alt. Es sieht aus, als hätte ich damit die Fugen im Bad geputzt und vielleicht machen sie das auch hin und wieder mal, keine Ahnung, die kauen da halt sehr drauf rum, ist ja auch normal beim Zahn. Und ich fahre ganz gut mit denen von Dr. Best, die finde ich super, weil die gerade für 0 bis 2 Jahre so einen ganz, ganz kleinen Bürstenkopf haben, wo man so drum kommt. Er hat ja sehr viele Zähne, also oben 8 und unten 8. Das ist für das Alter, finde ich, ziemlich viel, also hatten die anderen nicht. Und da bin ich schon sehr hinterher. Also was Zähne angeht, habe ich immer Angst, dass die da irgendwas haben. Und ich muss auch zugeben, bei ihm ist es bisher am schwierigsten mit dem Zähneputzen, was ich nicht gedacht hätte, weil er sieht ja immerhin, wir sind ja alle zusammen im Badezimmer und die Großen putzen auch Zähne, während er das macht. Und ich dachte, der sieht ja, wie die anderen Zähne putzen, dann wird das kein Problem machen.
kein Problem sein, machen kann man auch sagen. Er möchte halt selbst, ne? Und auch, obwohl er sieht, dass ich bei den anderen auch hin und wieder nachputze, toleriert er es nicht so richtig, dass ich das mache, aber ich gebe auch offen zu, ich ziehe das dann durch. Also ich halte ihn lieber einmal kurz fest und putze mal ganz schnell irgendwie 15 Sekunden alle Zähnchen einmal ab, als dass er irgendwann mal da auf dem Zahnarztstuhl sitzt oder gar Zahnschmerzen hat oder sonst irgendwas, wo ich mich dann sehr schlecht fühle. Zum Thema Zahnpasta, da habe ich lange, hier hat übrigens einer reingebissen, auch gut. Ich war mir da lange Zeit unsicher, welche Zahnpasta ich benutzen soll, besonders für Kinder, die noch nicht richtig ausspucken können, weil die empfohlenen Zahnpasten enthalten ja Fluorid und Fluorid ist super gut für die Zähne, weil es eben so ein Schutzschild bildet für die Zähne, aber wenn man es runterschluckt, ist es halt ungesund. Und daher, die Großen können das jetzt zum Glück super, die können auch toll ausspülen. Er kann das eben nicht und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, dass ich ihm abends mit Fluorid putze und morgens ohne Fluorid. Das habe ich mir jetzt einfach so selber ausgedacht, das muss sich auch keiner zum Beispiel nehmen. Ich fahre damit eigentlich so ganz gut. Meine Kinder haben zum Glück jetzt alle Top-Zähne. Wir sind alles mehr als alles halbe Jahr beim Zahnarzt, weil ich da sehr hinterher bin und Angst habe, dass mal was sein könnte. Wir haben jetzt hier die von Nene Dent. Die ist Ökotest sehr gut und es gibt die mit Fluorid und ohne Fluorid. Ich habe die jetzt bei DM gekauft, aber ich glaube, die gibt es so ungefähr überall. Und ich nehme da wirklich dann auch, ich glaube, es steht auch drauf, Erbsengröße. Moment, ich habe gerade Schnappatmung. Da steht Erbsengröße Menge. Ich mache wirklich noch weniger. Ich gucke wirklich, dass ich das dann selber bei ihm putze, dass ich wirklich nur die Zähne eingeschmiert habe und dann spüle ich die Zahnbürste ab mit Wasser und dann gebe ich ihm die nochmal selbst. Und ja, so machen wir das und ich weiß auch ganz genau, dass es besser werden wird. Er sieht ja, dass das eine Routine ist, die jeden Morgen und jeden Abend sein muss. Und selber putzen liebt er. Er holt sich sogar ganz oft selbst die Zahnbürste und putzt einfach. Und er macht dann halt immer so und kaut da drauf rum. Und es wird irgendwann besser. So eine Farbe. Jetzt waren wir eigentlich gerade beim Thema Milch und dann bin ich rübergeschwappt zum Zähneputzen. Dabei war ich mit dem Thema Milch noch gar nicht fertig. Erstens wollte ich sagen, dass ich ja... Ich habe ja alle Nuckelsauger quasi, die habe ich jetzt auch wirklich weggeschmissen, weil ich die nicht mehr jetzt aufbewahre und die gebe ich jetzt auch niemand anderem irgendwie so als Secondhand-Sauger. Ich habe ja die Flaschen von Twist Shake und meine liebsten sind die Glasfläschchen und da waren auch die Nuckelsauger drauf und von Twist Shake gibt es auch diese Sauger hier. Das ist so ein Sauger eher schon für größere, ne? Den muss man nur quasi so zusammenpressen und dann kommt schon was raus oder draufbeißen. Da muss man nicht nuckeln und das, so ein Fläschchen hat er immer mit Wasser voll. Da gibt es noch so einen Gummiüberzug, dass falls die Flasche mal runterfällt oder geschmissen wird, dass die nicht zerbricht. Und so eine Flasche hat er auch nachts am Bett, aber bisher ist er auch der Einzige, der nachts nicht nochmal Wasser trinken will, jedenfalls die letzten 2 Wochen. Mal sehen, wo es uns hinführt. Also selbst die 3-Jährige hat einen Wasserbecher und ich höre zwischendurch mal, dass sie nachts 1-2 Mal ein bisschen Wasser trinkt. Und jetzt habe ich eine Sache, und zwar haben wir ja immer die Milch, die Prämilch von Baby Vita genommen. Und jetzt habe ich einfach mal die Kindermilch gekauft. Die ist ab 1 Jahr. Und im Prinzip denke ich selber, dass es Quatsch ist. Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, das zu kaufen. Es wird hier extra auf der Packung auch empfohlen, dass diese Milch keine Milch ist, die in einer Nuckelflasche angeboten werden soll, sondern aus einer Tasse. 135 ml abgekochtes Wasser mit 3 Messlöffeln Kindermilch ergibt 150 ml Nahrung. Also aus einer Tasse oder aus irgendeinem Becher geben.
Und ja, so eine große Menge wird er jetzt niemals so irgendwie beim Abendessen oder so trinken. Ich mache ihm immer die Hälfte und auch nicht jeden Abend. Also meistens kriegt er von mir irgendwie so eine Art Porridge oder Milchreis oder Grießbrei abends noch oder halt eben Brot. Und dann biete ich ihm noch so eine kleine Tasse an mit so ein bisschen Kindermilch, aber irgendwie weiß ich auch gar nicht, warum ich das mache. Wahrscheinlich, weil ich so schockiert war, dass er plötzlich einfach aufgehört hat, Milch zu trinken. Und dadurch bin ich halt auch sehr hinterher, dass er mehr Flüssigkeit am Tag zu sich nimmt. Weil ganz ehrlich, er hat über einen halben Liter meistens oder ungefähr einen halben Liter nachts getrunken. Ne? Muss man sich auch mal überlegen. Und ja, das biete ich ihm an. Ihr könnt mir aber gerne mal eure ehrliche Meinung dazu schreiben. Ich bin auf einiges gefasst. Vielleicht hat auch irgendjemand wirklich so richtig Ahnung davon und kann mir sagen, was das soll. Ich habe es auch den beiden Großen mal angeboten. Die Dreijährige mochte das voll gerne. Und der Vierjährige hat sich fast im Strahl übergeben. Noch zur Ernährung muss dazugehören, zu jedem Baby-Update, falls ihr noch Fragen habt. Er bekommt immer noch die Nahrungsergänzungsmittel von InnoNature, das Immun-Kids-Pulver, bestehend aus Karotte, rote Beete und Acerola und noch ein paar anderen guten Sachen, womit ihr so eine richtige Vitaminbombe gerade für die Kinder im Winter habt. Und das Vitamin D3 als Tropfen für die Kids. Und ihr habt mich schon ganz oft gefragt, wie ich die denn gebe. Und vielleicht filme ich es euch irgendwann mal. Also es ist wirklich sehr lustig, weil wir machen das immer morgens beim Frühstück. Das kriegen ja alle Kinder. Und das mache ich wie eine Vogelmutter. Also ich ziehe das auf. Und wenn die das schon sehen, dann geht das nicht an zu sagen. Der Mund geht auf und ich tropfe das in den Mund rein. Die machen so. Und ich sag's euch, der Kleine macht das auch. Schon seit Monaten. Safe kann dann ein Tropfen so rein. Und alle, die immer denken, ja, Tropfen sind voll gefährlich, weil die kann man überdosieren. Das ist mir noch nie passiert. Ich mache das jetzt bei 3 Kindern so. Und ihr könnt auch genau nur einen Tropfen darin aufsaugen. Also wenn ihr euch so ein bisschen mit dieser Pipette beschäftigt, hier unten seht ihr so eine kleine Kugel und genau diese Kugel könnt ihr befüllen, nur, und dann kommt auch nur ein Tropfen raus. Ansonsten kann man wunderbar so einen Vitamin D-Tropfen oder auch die Omega-3-Tropfen, die ich hin und wieder gebe, in eine Himbeere füllen, in einen Joghurt, in ein Getränk, wie ihr das machen wollt. Es ist, ja, eigentlich pups einfach. Der Rabattcode, der gilt immer und ewig dafür. 10% mit Josie10. Die Links sind in der Infobox. Also wenn ihr da mal Nachschub braucht, auch alles, was ihr benötigt, was ich so habe, findet ihr da auf dieser Seite. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu Produkten, die wir sonst noch so haben. Und zwar sehe ich jetzt gerade hier, werde ich auch ganz, ganz oft nachgefragt, weil ich ja immer noch seit fast 5 Jahren jetzt das günstigste Babyphone mit Kamera besitze. Das werde ich euch auch nochmal verlinken. Ich bin super zufrieden damit. Ich muss dazu sagen, seit 5 Jahren haben wir das, aber uns ist einmal das Ladegerät von dem Empfänger kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob es an der Qualität liegt oder ob wir das halt wirklich einfach mal halt Fratze gemacht haben. Das kann jedem passieren, das haben wir uns nachbestellt dann. Und wir sind vollstens damit zufrieden mit der Bildqualität, mit dem Sound. Es hat eine Gegensprechanlage, die ich nicht so benutze, außer zum Spaß. Und ich denke, ich habe halt nicht den direkten Vergleich. Ich habe keine Ahnung, was die Turbogeräte von Avent und Co. alles so können. Ich kann euch nur sagen, dass dieses Babyphone alles kann, was man braucht. Und es kann auch noch mehr. Das kann auch Musik machen und so, furchtbare Musik, was man alles nicht braucht. Alles, was ihr braucht, kann das. Das kann man aufhängen, man kann es aufstellen, man kann, ja, eben alles, was man braucht. Mit den Spielsachen ist es so eine Sache, weil er wirklich ja ganz anders aufwächst als so das erste Baby. Ne? Er hat nicht nur die Spielsachen zur Verfügung, die ich ihm so hinstelle, sondern er hat ein komplettes Kinderzimmer, was eingerichtet ist für Kinder bis 5 Jahre. Und da kann er sich halt natürlich auch an den meisten Sachen so bedienen. Und was er am tollsten findet, ist Malen. Er liebt es zu malen, also er möchte unbedingt mit am Tisch sitzen und dafür hat er diese, ich glaube die heißen Mäuschen, jedenfalls sehen sie so aus,
die fühlen sich eigentlich an wie Plastik. Ich denke, das sind einfach super harte Wachsmalstifte. Die nutzen sich auch so gut wie gar nicht ab. Also die hat er jetzt schon ewig. Die kann man so stapeln. Ich werde euch die mal in der Infobox verlinken. Die sind halt super für die ganz Kleinen, weil die können die halt wirklich so greifen und dann so malen. Und die kriegt man super wieder ab von der Heizung und vom Tisch. Ja, und das ist eine ganz tolle Geschichte für dieses Alter. Die malen auch wirklich mit kräftigen Farben, dass die Kinder auch sehen, was sie da tun. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Dann bedient er sich ganz oft am Lego Duplo. Also das wäre mit Sicherheit auch eine Geschichte, die er schon hätte, wenn er ein Einzelkind wäre. Er kriegt es mittlerweile hin. Er braucht immer so ein paar Sekunden, also es klappt nicht immer sofort, einen Stein draufzusetzen. Er wackelt hin und her und irgendwann klappt es. Und ihr habt das letztens in der Insta-Story gesehen. Wenn es geklappt hat, dann feiert er sich jedes Mal selbst und klatscht. Zurecht. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die auf jeden Fall natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann mal wieder ein Update und erzähle euch, dass er plötzlich nicht mehr durchschläft. Ich bin mal gespannt. Aber ich muss sagen, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Die anderen haben auch ab diesem Alter ungefähr durchgeschlafen. Bis heute. Und da kam auch nicht großartig irgendwas dazwischen. Klar hat irgendjemand mal einen Albtraum oder einen Unfall oder irgendwas. Oder mal möchte mal was trinken oder ist mal, wenn man krank ist, ne, mal nachts wach. Aber sonst schlafen die alle top durch. Bei der Sprache und beim Essen hat sich nicht großartig was verändert. Beim Verständnis ist es vielleicht noch ein bisschen krasser geworden. Also er bringt Sachen in den Mülleimer, wenn ich sage bäh, also wenn er einen Windelbeutel hat oder so, bringt er in den Müll. Eine Bananenschale bringt er in den Müll. Leider bringt er auch Autoschlüssel und Schuhe in den Müll. Bedenklich. Aber wir sind hinterher, ne? Man merkt schon, dass er wirklich noch mehr versteht. Aber sprachlich ist jetzt im Gegensatz zu letztem Monat nicht wirklich was Neues dazugekommen. Es sind die altbekannten Klassiker wie Brumm, Aa, Mama, Papa, Bäh, Also wirklich nur so Laute. Noch keine richtige Sprache vorhanden. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Kommentare, Anregungen gerne hier unten. Ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. HDGDL, Peace out und ciao.